Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, wo wir in der letzten Folge mit unserem Minusländer in der Nähe vom Pol gelandet sind. Ich bin mir nicht sicher, ob wir genau beim Pol gelandet sind. Ich hätte es überprüfen sollen. Wir sind gerade auf dem Rückflug in den Orbit und werden dort Wissenschaft durchführen, dann nochmal auf dem Weg zurück zu Kerbin eine Wissenschaft durchführen und dann nochmal in der Nähe von Kerbin durchführen, genauso wie auf der Oberfläche, um wenigstens irgendwo Wissenschaft zu sammeln. Wir haben aber geproved, dass dieses System, bis Minmus kommt, dort landen kann. Ist ein kleines System, kann zwei Kerbels halten, aber wenn man mal schnell irgendwas braucht bei Minmus, kann man bestimmt da ein, zwei Sachen noch dran packen und mehr mitnehmen. Es funktioniert und das ist alles, was ich finde, was zählt. So, ab geht's zum Apoapsis. Hier hoch vorspulen. EWA-Experiment Minmus gelandet oder bemittelt keine Wissenschaft, okay. Ja, dafür habe ich auch nichts bekommen. Dankeschön. Dass ihr mich daran erinnert, dass das fehlgeschlagen ist. So, perfekt, wir sind im Orbit. Dann wird jetzt mal die Kapsel gerade gehalten. Aufrecht nach oben bitte. Drehen sie auch noch um, weil... Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Okay, dann legen wir dich flach. Okay, Wissenschaftler, aussteigen. Ah, warte, vergreif. Erstmal hier schnell wechseln am besten. Nimm mal Anstand. Aber hast du jetzt im Inventar. Warte mal, was ist jetzt wo? In der Ladebuchse befindet sich ein EVA-Pack. Bei Bob Kerman, den wir dabei haben, befindet sich ein Fallschirm. Und das geht nicht, das ist natürlich scheiße. Kann ich den auch hier irgendwo draußen? Problem ist, wenn ich jetzt hier sozusagen... Ich habe jetzt ja so viel Wissenschaft... Oh. Kann ich das nicht irgendwie einfach so sagen, yo, tu wegschmeißen oder so? Geht das nicht? Also ich habe jetzt Angst, dass wir wegfliegen. Wir machen es trotzdem. Okay. EVA-Forschung durchführen. Greifen. Okay. Krieg ich davon Wissenschaft jetzt? Da fliegt eine... Ja, 40 Wissenschaft. Experiment behalten. Lustigerweise... Hat das gepasst. Okay, dann boarden wir mal wieder. Man muss nur schnell sein, okay. Dann... Müssen wir jetzt schauen, wie wir am schlauesten... Unsere Buchse. Hier zurückbewegen. Das ist jetzt wieder so ein Gefrimmel. Wie tief kannst du gehen? Okay, nee, das war kacke. Zurücksetzen. Manöver hinzufliegen und einfach raus, würde ich sagen. Danach kann ich immer noch rausschießen, einfach versuchen. So, wir spulen vor und machen einfach jedes Manöver. Hier, vorspulen.
Nein, ich habe nicht gesagt, hier Manöver hinzufügen, hier vorspulen. Ja, 40 Credits, das ist schon mal Anfang. So, ausrichten und Boost. Ein paar Sekunden Boost ist das jetzt hier. Und wir verlassen den Orbit. Zack, fertig. Warten, bis wir rausgeschleudert wurden. Das kann jetzt wieder eine Zeit dauern. 3 Stunden. Minus ist halt wirklich weit weg, wenn du es so siehst, ne? Also wie lange fliegen wir? Das sind 25 Tage Mission jetzt schon. Hat schon ein bisschen gedauert, ne? So ein bisschen. Hier vorspulen, das dauert 10 Minuten. Dann sollten wir an der passenden Position sein. Da sollte ich hier Manöver hinzufügen können. Dass dann eine Stunde schon weg ist, ne? Das musst du schon überlegen. So, schauen wir mal, das ist hier auf... Ups, das war ein Platz. Komm schon, 30. Ich hätte gern ein bisschen mehr, 70. Ein bisschen über den 70, das wäre schön, genau. Ausrichten. Jetzt machen wir gleich nochmal hier eine Forschung. EVA kann aktuell nicht durchgeführt werden. Jetzt hat schnell EVA-Forschung durchführen. Er macht gleich nochmal dasselbe, aber ich hoffe einfach, dass das trotzdem nochmal gilt. Greifen, okay. Schauen wir mal. Es gilt nochmal, nice. Forschung beibehalten. Hier, das dauert 86 Tage noch. Geh wieder an Bord. Perfekt. Es bringt immerhin Punkte. Das ist vorteilhaft. Das ist echt vorteilhaft. Hier vorspulen. Eine Stunde müssen wir da vorspulen. Halleluja. Das dauert. Das dauert. Das ist echt uncool. 9 Minuten vorspulen. Nochmal 15 Credits bekommen. Ich würde sagen, ich mache es nochmal kurz vorm Ankommen, aber vielleicht nicht die schlauste Idee. Okay, jetzt nochmal Minus. Jetzt können wir... Ah, nicht, jetzt sollten wir vielleicht noch nicht starten. Jetzt sollten wir erst... Schauen wir, dass wir es kontrolliert machen. Er jumpt relativ schnell nach unten. Ich sehe es da unten, 250 Kilometer, 210 Kilometer, 200, 280, 260. Wir schauen, dass wir so weit wie möglich runterkommen einfach. 81, das würde ich... Also ja, 86. So, das passt gut. Und jetzt können wir erstmal den kompletten Zurückflug chillen. Weil wir haben nichts zu tun. 8 Tage Rückflug. Das kann dauern. Die Kapsel hat aber genug Lebenserhaltungssysteme, wenn ich mich nicht irre. Sie hat... Strom unendlich hier für mehrere Jahre gepackt. Ich hätte sogar am Boden überlebt. Aber aufgrund der Strahlung muss es jetzt aktuell nicht sein. So, wir fliegen jetzt von oben gegen Kerbin. Da kommt Kerbin an. Wir spulen schon mal hier runter. Long-Term-Forschung und so wird hier natürlich hoch geschätzt.
Bedeutet, wir richten uns natürlich jetzt hier auch wieder aus, dementsprechend. Bob darf nochmal aussteigen. Runtergehen. Loslassen, EVA-Forschung betreiben. So schnell wie es geht. Sie wieder anhängen. Und hoffentlich nochmal Punkte kriegen dafür. Das wäre mega geil. Komm schon. Hier ist nochmal 10. Da zwar nur 10 Punkte, aber 10 Punkte sind 10 Punkte. An Bord gehen. Wie weit haben wir es noch bis zum Periapsis? Wir starten einen langsamen Burn. Plan ist versuchen, die Geschwindigkeit so weit zu reduzieren wie möglich, auf die, mit der wir auf Kerbin treffen. Bedeutet, wir versuchen den Orbit zu verringern einfach. Ganz vorsichtig versuchen, das sollte alles klappen. Das schaut mal ganz gut aus. Das schaut echt gut aus, jetzt alles hier. Nur 800 ms drin. Wir verringern so stark wie es geht. Dütschen dann bei der nächsten Runde einfach ein. Also von daher ist alles super. Das schaut aber sehr, sehr gut aus. Wir dütschen kurz die Atmosphäre, was natürlich auch interessant wird. Wir fliegen schnell mal durch. Wir sollten eh nicht so tief kommen, ja, 7. Bringt sich aber auch nur Vorteile im Grunde, weil dann die andere Seite ein bisschen noch runter geht. Booster Case, Einsonde, bla bla bla, das ist gerade wurscht. Komm schon. Wieder raus mit dir, wieder raus mit dir. Komm, hüpf raus. Kommen wir wieder raus oder bleibt jetzt da unten drin? Jetzt springen wir doch, okay. Das ist natürlich immer so eine Herausforderung, würde ich sagen, in dem Fall. Jetzt ist es wieder ganz dunkel, weil natürlich dunkle Seite und so. Müssen wir erstmal aus der Atmosphäre wieder rausspringen, das kann wieder dauern. Okay, Atmosphäre verlassen. Dann können wir vorspulen auf die andere Seite, hier hin. Und das Einditschen vorbereiten. So. Und wir geben Gas. Wir werden wahrscheinlich im Wasser landen. Also durch Google landen wir an der Oberfläche von. So, perfekt. Wir tun hier vorspulen. Abdocken der Station. Ready machen for Re-Entry. Wir sind ready. Das ist. Ich muss nur kurz, ganz kurz die Antworten.
Oh, jetzt kriegen wir Hits ab. Schließ die Türen endlich. Jetzt sind die aerodynamischen. Türen schließen. Wir öffnen die ersten Bremsfallschirme. Schaut aber jetzt ganz gut aus. Wir sind bei 8.009 Kilometern gerade. Und oh, wir landen auf schönem Gebiet. Bedeutet, wir können hier schön forschen. Was sind hier? Charo-Station ist hier. Okay. Mich würde interessieren, ob man die sehen kann, die Charo-Station. Da müsste man mal hinfliegen zu sowas. Wir sind doch in der Nähe einer ganz anderen Station, auch wie es ausschaut. Wenn wir hier gucken, ist hier ein... Das TSC 34 und 19. Wir öffnen die vier Hauptfallschirme zum Bremsen. Wir bremsen jetzt nochmal stark runter. 21 Meter pro Sekunde, das sollte die Kapsel rein theoretisch schaffen sonst. Ja, wer jammert denn da schon wieder so? Ja, ein bisschen forschen können wir noch insgesamt. Aber so viel ist auch nicht mehr zum Forschen. Die großen, wie schaut es mit denen aus? 1000 Meter pro Sekunde noch. Das ist schon... Schau mal, hier hätten wir noch was gut. Aber okay, wir bremsen runter. 7 Meter pro Sekunde. Und wir gehen langsam nach unten. Ah, gleich haben wir es geschafft. Die schaut immer so lustig aus. Dieser Ring aus Fallschirmen. Perfekt designt. Perfekt einfach designt. 6 Meter pro Sekunde. Das scheint... Ja, ist schnell, aber ich glaube, das ist aushaltbar. Der Baum da schaut speziell aus. Als ob ich jetzt hier was auf Körbel auch was finden kann. Aber der schaut dir den an, der hebt sich ab von den ganzen anderen. Da auch. Sind das jetzt so spezielle Bäume oder ist das einfach Bug? Ich weiß es nicht. Woher soll ich es wissen? So, und wir haben einen Touchdown. Dann steigen wir noch. Ne, das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir hier nochmal Wissenschaft machen. Und uns den Baum anschauen. Also, bis dann. Ciao.